Was geht ab, Freunde der Sonne? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute kommt ein Video, quasi nicht eine Wiederholung, aber ein Video, ja, weil ich das neu machen muss, weil es leider viele Kommentare dazu gab, dass die Musik im Hintergrund so laut war bei den Kauftipps für Snowboards. Ich habe mir gedacht, alright, ich nutze die Chance und mache das Video einfach noch ein Stückchen besser und informativer, beziehungsweise ein bisschen zielrichtender, sag ich mal. Ich stelle euch jetzt 4 Snowboards vor für Männer und ich bin mir zu 95% sicher, dass für dich da das perfekte Snowboard dabei ist. Ich habe mir 4 Snowboards rausgesucht, die ich zwar nicht selber gefahren bin, aber die halt wirklich meine Freunde fahren und wo ich genau weiß, wie die Snowboards sich anfühlen. Und das Beast bin ich tatsächlich sogar selber schon gefahren in der Halfpipe. Also I know this board, alright? Wenn ihr auf der Suche nach einem Snowboard seid, gilt prinzipiell, dass ihr euch über 3 Punkte Gedanken macht. Und zwar der erste Punkt. Wie ist eigentlich mein Level? Bin ich Beginner, bin ich fortgeschritten oder bin ich Profi? Wobei ich eigentlich eher dazu tendiere zu sagen, bin ich Beginner oder kann ich schon wirklich gut fahren? Ich finde Intermediate ist immer so ein Begriff, eigentlich braucht man das nicht. Der zweite Punkt ist, in welchem Terrain befinde ich mich hauptsächlich? Ultra wichtiger Punkt und viele tun das total vergessen. Die sind dann vielleicht 20% im Park und sonst nur auf der Piste und dann wollen sie ein ganz weiches Board und einen Twin-Tip und wo ich dann auch sage, hey Leute, ihr seid 80% auf der Piste, warum wollt ihr denn einen Twin-Tip haben? Oder warum wollt ihr dann ein weiches Board? Nur weil ihr hin und wieder mal im Park fahren wollt. Nee, das ist definitiv dann die falsche Entscheidung. Das dritte Kriterium, was auch wichtig ist, sind eure Größe und euer Gewicht. Sprich, wenn ihr in eine Richtung tendiert oder sagen wir mal sehr tendiert, sagen wir, ihr seid klein und sehr leicht, macht es sehr wenig Sinn, zu dem härtesten und schwersten Board zu gehen, zum Beispiel zu dem Beast. Seid ihr sehr schwer und sehr groß, macht es auch wiederum keinen Sinn, zu einem sehr leichten, flexiblen, kleinen Board zu tendieren. Das ist halt, ihr müsst dann einfach selber so ein bisschen reflektiert sein und sagen, hey, ich zum Beispiel bin relativ schwer, für mich macht halt einfach so ein leichtes, wabbeliges Board keinen Sinn, weil es mir einfach nicht die Response gibt, die ich brauche. Alright, Freunde der Sonne, wir kommen zu Board Nummer 1. Und zwar ist das Board Nummer 1 das Nitro Prime. Und das Nitro Prime habe ich jetzt vor 3 Wochen selber gekauft für meinen Freund und der hat damit Snowboarden gelernt. Das Nitro Prime ist nämlich in meinen Augen das beste Snowboard zum Snowboard lernen, aber auch zum Progressen. Also es ist wirklich ein Board, was ihr, nachdem ihr Snowboarden gelernt habt, noch behalten könnt, weil ihr damit auch dann wirklich zum Beispiel im Park die ersten Steps gehen könnt. Also es ist wirklich ein super cooles Allround-Board für Anfänger bis halt Richtung Intermediate hin. Und ja, meistens legt man sich dann eh auf ein Terrain mehr fest und tauscht dann das Board. Aber das Prime in meinen Augen für die ersten Jahre, Monate, je nachdem wie oft ihr fahrt, ist das absolut perfekte Board und ihr habt super viel Spaß damit, weil es ein extrem vielfältiges Board ist. Wir kommen jetzt zu den Specs, jetzt wird's nerdig. Das Nitro Prime ist eigentlich so vom Preis-Leistungs-Verhältnis das beste Board. Ihr bekommt wirklich extrem viel für einen relativ geringen Preis. Es ist ein All-Mountain-Board, quasi ihr könnt damit in allem Terrain wirklich gut fahren. Es hat ein Directional Shape, bedeutet die Nose ist etwas länger als das Tail und es hat ein Flat-Out-Camber oder ein Gullwing, also es kommt quasi in 2 verschiedenen Vorspannungen. Das könnt ihr euch dann natürlich aussuchen, was für euch die bessere Vorspannung ist. Ich tendiere eher immer dazu zu sagen, komm, nimm das Flat-Out-Camber anstatt dem Gullwing, weil ich einfach kein Gullwing-Fan bin und ihr einfach länger Spaß habt mit dem Flat-Out-Camber. Was bedeutet Flat-Out-Camber? Flat-Out-Camber bedeutet eigentlich nur, dass zwischen den Bindungen es eine Vorspannung gibt in Richtung Camber. Es ist kein ganz Camber, sprich von Kontaktpunkt zu Kontaktpunkt, das wäre ein komplettes Camber, sondern ihr habt nur zwischen den Bindungen dieses Camber, was euch dann quasi Response und Pop gibt und dann Nose und Tail haben so einen Early Lift, quasi die gehen relativ früh hoch und dadurch habt ihr einfach so ein spielerisches Verhalten vom Snowboard beim Fahren und es ist einfach auch etwas fehlerverzeihender, als wenn ihr ein durchgängiges Camber habt. Durch den Directional Shape könnt ihr natürlich auch die Bindungen Setback stellen. Das heißt, es ist für Powder ultra, ultra cool. Oder für die Piste für Groomers. Wenn ihr dann mal im Park euren ersten Tag macht, könnt ihr die Bindungen einfach wirklich wieder zentral stellen und habt dadurch einfach
wie vorwärts wie rückwärts einfach ein gutes Bordgefühl. Zusammengefasst kann man sagen, mit dem Nitro Prime bekommt ihr einfach, wenn ihr Anfänger seid, das beste Board für einen geringen Preis. Da ich selber wirklich auch gesehen habe, wie das Board funktioniert für Anfänger, kann ich das eigentlich einfach vom Herzen empfehlen. Und ja, mein Freund hatte super, super Spaß damit und war ja ganz happy mit dem Board. Und ich denke, euch wird das safe auch super happy machen, wenn ihr sagt, ich will jetzt unbedingt Snowboarden lernen oder ihr auch schon mal Snowboarden wart, vielleicht habt ihr euch was ausgeliehen, dann ist das einfach das perfekte Board für euch. Kommen wir zu Board Nummer 2, dem Nitro Team. Das Nitro Team ist wirklich das bestverkaufteste Board überhaupt in der ganzen Nitro-Reihe und es wird einfach von fast jedem gefahren. Es heißt ja nicht umsonst Team, weil das Nitro Team von den meisten Teamfahrern gefahren wird. Das Nitro Team ist für dich, wenn du Snowboarden kannst und wenn du dich in jedem Terrain wohlfühlst und wenn du ein Snowboard brauchst, was wirklich überall gut performt. Im Powder, im Park, auf der Piste, auf Hips, auf Rails, auf Corners. Wirklich, das Nitro Team ist so ein vielfältiges Board. Ist quasi das Äquivalent zum Fade in meinen Augen, weil es einfach so vielseitig ist und einfach für den Preis die besten Komponenten, Specs, wie auch immer, drin haben, hat, die es gibt. Kommen wir zu den Specs. Specs beim Team. Das Team hat ein Directional Twin Shape, bedeutet, dass der vordere Teil vom Board, also die Nose, quasi etwas länger ist, aber trotzdem die Bindung Nose and Tail, also die Insets, gleich weit entfernt von Nose und Tail sind. Das bedeutet, ihr könnt euch je nach Terrain extrem gut anpassen. Ihr könnt die Bindungen an Setback einstellen, das heißt, eure Nose ist dann wirklich viel länger, bedeutet, ihr habt Auftrieb im Powder. Ihr könnt aber auch die Bindungen als Twin quasi aufstellen. Das heißt, ihr habt vorwärts wie rückwärts, fühlt sich einfach genau gleich an. Ihr seid damit einfach extrem vielseitig in meinen Augen. Und in jedem Terrain könnt ihr das Board einfach optimal anpassen. Das Nitro Team kommt in einem Camber, True Camber. Das heißt, es ist wirklich Camber von Kontaktpunkt zu Kontaktpunkt. Oder es kommt in einem Gullwing. Das bedeutet, ihr habt Camber unter den Bindungen und ein Gullwing in der Mitte quasi. Das macht das Board wieder drehfreudiger und ein bisschen spielfreudiger und so weiter und so fort. Hatten wir ja auch schon beim Prime. Auch hier wieder zu sagen, geht lieber zum Camber in meinen Augen. Damit seid ihr einfach länger happy als mit dem Gullwing. Das Nitro Team kommt auch noch in zwei verschiedenen Breiten. Einmal habt ihr Standard Width, das heißt, wenn ihr normal große Füße habt, sage ich mal, ist das die passende Größe. Oder ihr habt ein Whiteboard. Das bedeutet, wenn ihr jetzt große Füße habt, über 45, glaube ich, sowas, dann greift zu dem Whiteboard, weil da einfach eure Füße besser drauf passen. Das Board hat wieder eine Sintered Base. Das heißt, der Belag nimmt extrem gut das Wachs auf und ihr seid einfach, ja, die Schnellsten am Berg. So braucht man ja nicht lügen. Der Belag ist einfach ultra schnell, hält das Wachs lange drin und ihr müsst nicht jeden Tag nach Snowboarden wachsen. Wenn ihr also einfach jedes Terrain irgendwie rocken wollt und wenn ihr überall euch wohlfühlt, wenn ihr euch gut auf dem Snowboard fühlt, ist das Nitro Team das beste Snowboard, was ihr bekommen könnt, in meinen Augen. Alright, kommen wir zu Board Nummer 3. Und das ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht eine kleine Überraschung. Aber ich schwör's euch, dieses Board... Ich habe nur Gutes von meinen ganzen Freunden gehört, von meinem Team, den anderen Teamfahrern von Nitro. Die schwören auf dieses Board. Und ich meine, die sind alle Nitro-Boards gefahren. Und das ist das Board, wo sie echt hängen geblieben sind. Das ist unfassbar. Auf jeden Fall ist das dritte Board das Nitro Fusion aus der Quiver-Reihe. Bedeutet, eigentlich ist es ein Powder-Board, aber dadurch, dass es einfach so unique geshaped ist und ja, diese Vielseitigkeit mitbringt, könnt ihr das Board in jedem Terrain fahren. Also wirklich, ein guter Freund von mir ist zum Beispiel eigentlich nur im Powder unterwegs, aber fährt das Board auch im Park, als wäre es halt ein Twin, so, ne? Als wäre es halt Parkboard. Das Nitro Fusion ist in meinen Augen für die Leute, die primär powdern gehen wollen. Die sagen, hey, das Board, ich brauche ein Board, womit ich wirklich geil powdern gehen kann. Aber jetzt kommen wir zu den Zusatzpunkten von diesem Board. Ihr könnt das Board wirklich überall fahren. Ihr könnt es überall fahren. Es ist wirklich, es gibt kein Terrain, wo sich dieses Board nicht wohlfühlt. Wirklich, ich habe dieses Board schon überall gesehen. In der Pipe, auf Jumps, auf Rails, überall. Klar, es ist durch diese abgeschnittene Tail vielleicht ein bisschen ungewohnt und auch nicht ganz so einfach, Switch zu fahren. Aber trotzdem, theoretisch ist das Board super universell einzusetzen und in jedem Terrain, ja, tut sich's einfach anpassen. Das ist mega, mega geil. Da das Board ein Powderboard
ist, ursprünglich sagen wir mal, ist es natürlich ein Directional, sprich die Nose ist länger, dadurch habt ihr den Auftrieb im Powder und schwimmt halt oben auf und steht halt weiter hinten. Das macht die Turns dann eben auch einfacher. Es hat einen Progressive Sidecut, was bedeutet, es ist quasi mellow an der Nose und dann wird es hinten so eng und so progressiv, sag ich mal. Und das bringt einfach diesen Impowder, so geile Turns könnt ihr dann damit machen, durch diesen Sidecut eben von dem Board. Also ich bin jetzt alle Cuts durchgefahren, Dual Progressive, Radial, Progressive, und man spürt wirklich, dass das Board halt hinten dann einfach schmäler wird und der Radius dann enger und vorne, dass es so mellow wird. Also es ist wirklich so, ihr könnt dann die Turns im Powder einfach so geil machen. Das ist einfach nice. Das Fusion ist einfach wirklich in meinen Augen für euch, wenn ihr sagt, Powdern ist, das ist mein Element, dann ist das Fusion eine super, super gute Wahl. Vor allem, weil ihr mit dem Board nicht nur eben diese perfekten Powder-Turns machen könnt, sondern weil ihr mit dem Board eben auch richtig geil auf der Piste, im Park, überall sonst auch fahren könnt. Definitiv ist wert anzuschauen. Alright, kommen wir zu Board Nummer 4. Und zwar ist das Nitro Beast. Das Nitro Beast ist für euch, wenn ihr gute Fahrer seid und wenn ihr im Park wirklich progressen wollt. Wenn ihr sagt, ey, Medium Jumps, no problem, Halfpipe, ich komme ans Coping hoch, wie auch immer. Leute, das Beast, es ist eigentlich schon im Namen drin. Es ist einfach ein Beast, Mann. Dieses Board ist halt eine Maschine. Nicht umsonst hat Sven Torgren, Torge Bergrim, Markus Cleveland, das waren Eero Etala, das waren die vier, die dieses Board quasi designt haben und die sich gedacht haben, okay, was muss ein Snowboard mitbringen, damit ich diese Quads und Triples und so weiter machen kann. Und das Beast, was dabei rausgekommen ist, das bringt eben alles mit, um diese extrem crazy Tricks zu machen. In meinen Augen aber trotzdem natürlich auch für Leute wie mich oder wie uns, die jetzt einfach sagen, ich möchte jetzt größere Jumps fahren, ich möchte jetzt Gas geben im Park. Das Beast ist ein High-End-Board, das heißt, es bringt wirklich die besten Komponenten mit, die Nitro hat. Es bringt halt Response mit, es bringt Snap mit, es bringt alles das mit, was ihr im Park braucht, um euch sicher zu fühlen, nicht nur in der Luft, sondern auch beim Landen. Das Board ist ein True Camber, das heißt Camber-Vorspannung von Kontaktpunkt, sprich so bei der Nose, zu Kontaktpunkt bei der Tail, habt ihr eben diesen Shape, der euch einfach wirklich die Response gibt, die ihr halt braucht. Das Board ist ein bisschen dünner zwischen den beiden Bindungen und das macht das Ganze einfach so ein bisschen spielfreudiger, so ein bisschen lockerer, weil es ist halt schon ein sehr, sehr hartes Board und dadurch, dass es eben ein bisschen dünner ist zwischen den Bindungen, ist es einfach doch so, es bringt so ein bisschen so eine Spielfreudigkeit mit, sag ich mal. Dann habt ihr halt wieder den Camber eben und der sorgt dann für die Kontrolle. Also ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Kombination. Das Beast bringt wieder die Sintered-Based Formula 2, wie auch immer diese Formula heißt, bringt sie mit und das ist einfach die beste Belags-Formula, wie auch immer, die es gibt. Mit der kommt ihr wirklich über jeden Jump drüber, auch wenn es slushy ist oder wie auch immer. Das ist ja in meinen Augen sehr wichtig, weil ihr wollt ja auch nicht jeden Tag das Snowboard wachsen. So, ne? Und bei der Formula quasi hält das Board das Wachs extrem lange im Belag drin und ihr müsst halt nicht immer wachsen und das Board trocknet nicht sofort aus und ihr seid einfach ultra schnell, muss man einfach so sagen. Also das Beast ist in meinen Augen wirklich für Jungs, die sagen, yo, ich mache jetzt den nächsten Step und gehe jetzt auf eine Pro-Line und will jetzt meinen, weiß ich nicht, die ersten Tricks auf der Pro-Line machen und brauche ein Board, was hält, was einfach wie fährt wie auf Schienen, dann ist das Board einfach euer Board. Prinzipiell ist zu sagen, bevor ihr Boards kauft, macht es immer Sinn, die Boards auszuprobieren. Es gibt immer wieder so Testivals, normalerweise, nicht in Zeiten wie diesen, aber normalerweise gibt es Testivals, wo ihr wirklich Boards testen könnt. Und auch wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, boah, die Melina hat mir von dem Nitro Prime erzählt, ich bin Beginner, das ist das perfekte Board, ich will das jetzt testen, kann es immer noch sein, dass ihr sagt, ich weiß nicht, so das Prime hat mir einfach nicht so zugesagt, wie jetzt zum Beispiel Cheap Thrills oder wie das Beast oder wie auch immer. Es ist wirklich eine Gefühlssache. Wo fühlt ihr euch am meisten wohl? Deswegen sage ich immer, wenn ihr die Boards testen könnt, testet die Boards.
Die Boards, die ich euch jetzt vorgestellt habe, das sind meine absoluten Empfehlungen für euch, wo ich genau weiß, das sind Top-Boards für einen guten Preis. Damit werdet ihr einfach wirklich glücklich werden. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit eurer Entscheidung ein bisschen helfen. Ich habe alle Boards in der Infobox nochmal verlinkt. Das heißt, ihr könnt da genau schauen. Ich glaube, bei Planet Sports gibt es auch gerade ultra viele Rabatte. Also auf jeden Fall mal reinschauen, durchklicken, euch die Snowboards anschauen. Und ich hoffe, vielleicht holt sich der ein oder andere ja ein Snowboard. Ihr könnt mir gerne auch Fragen stellen in den Kommentaren. Und abonniert mich gerne auch. Ich mache dann auch noch Videos zu Bindungen, die eben dazu passen. Also seid auf jeden Fall immer am Start, wenn was Neues kommt. Ich bin jetzt am Packen, weil für mich geht es jetzt zu dem ersten Europacup diese Saison. Bin auf jeden Fall sehr hyped und motiviert. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. See you!